Wenn man zwischen zwei Kerzen Luft hindurchbläst, neigen sich die Kerzenflammen einander zu. Grund dafür ist ein Druckunterschied im statischen Druck zwischen der Umgebungsluft und der Luft im Luftstrom. Mit der Bernoulli-Druckgleichung lässt sich dieses Verhalten erklären. Sie lässt sich schreiben in folgender Form. Die Summe aus statischem und dynamischem Druck ergibt den Gesamtdruck. Dieser ist konstant. Wenn man die Formeln nun etwas genauer betrachtet, kann man daraus Folgendes schließen. Je höher die Geschwindigkeit, im vorliegenden Fall die Geschwindigkeit des durch Blasen hervorgerufenen Luftstroms, desto kleiner der statische Druck, das heißt, desto kleiner der statische Druck im Luftstrom. Der hohe statische Druck außerhalb der Kerzenflammen bläst nun die Kerzenflammen gegeneinander. Bernoulli, noch einmal Bernoulli. Man kann die Bernoulli-Gleichung natürlich auch mit Kerzen zeigen. Ja, du kommst von der Seite nach dazu und ich hocke mich hin. Braucht eher Zeit, bis es ist. So, dazu brauchen wir jetzt noch das Rohr. Bernoulli-Gleichung. Im Prinzip, Summe aus statischem und dynamischem Druck ist konstant. Wir haben hier einen statischen Luftdruck momentan. Und wenn ich jetzt mit der hier durchblase, zwischen den Kerzen, dann bringe ich dort den dynamischen Druck auch noch ein. Und der statische Druck von außen, wo ich nicht blase, wird die Kerzen zueinander bringen. Sie kennen den Versuch mit zwei Blättern Papier, wenn Sie die so hinhalten und hineinblasen, dann werden die zusammengezogen. Das ganz Gleiche können wir mit Kerzenflammen zeigen. So, wir müssen dort, du musst das Senkrecht angehen, sonst siehst du den Effekt nicht. So, ja, okay, welches haben wir jetzt? Die zwei Anhänger, ja? Sie sehen, wie die Kerzenflammen nach innen gehen. Bernoulli-Gleichung. Der statische Druck von außen drückt also. Machen wir nochmal, okay? Ich glaube, man hat es ja schon gesehen, ja?